dich mal ein bisschen grab. Oh, findest du mich zu dick? Ich will in der Kamera sein. Ihr seid schon die ganze Zeit auf Sendung, wollte ich euch nur sagen. Gell? Ja, ist doch gar kein Problem. So, dann machen wir es anständig. Ne? Vielgutradio.net. Wir machen heute mal Werbung für Villa Gusto. Eiskaffee. Ein ganz tolles Getränk, habe ich mir gerade zu Gemüte geführt. Und oh, Entschuldigung, ich habe ja Gäste. Hallo, Servus. Hallo. Bei mir sitzt Filler und Grippe. Das heißt doch Filler und Cripe. Filler und Cripe. Aber auf jeden Fall. Okay. Kannst doch einfach 45 sagen, wenn du willst. 45? Echt? 45, ja. Das sind wir zusammen. Okay, also viel gut Radio. Wir freuen uns, dass wir heute Filler und Cripe hier bei uns im Studio haben. Und ihr merkt schon, die Stimmung ist richtig lässig und cool. Wir mussten sehr viel Anstrengungen unternehmen. Wir mussten unter anderem bei Vox anfragen, ob wir Cripe interviewen dürfen. Und gibt da also richtig heftige Verträge. Und naja gut, sie haben gnädigerweise gesagt, weil ihr das Feelgood-Radio seid und wir kennen euch schon so lange, dann machen wir das einfach. Also, hallo Cripe. Warum ich jetzt gerade so angefangen habe mit Vox? Du bist ja unterwegs gewesen mit Vox vor ein paar Wochen und hast da ein paar heiße Szenen gedreht in Amerika. Ja, ich war unterwegs mit Vox. Wir waren zusammen in Los Angeles. Zum Inhalt selber darf ich noch nichts verraten. Was ich verraten kann, ist, dass es jetzt im Herbst diesen Jahres auf jeden Fall eine neue Sendung geben wird, die sich um Hip-Hop dreht. Das ist eine Hip-Hop-Doku. Und vom Rest müsst ihr euch überraschen lassen. Die ganze Geschichte läuft jetzt schon in der Werbung, in der September-Vorschau. Aber viel mehr kann ich euch noch gar nicht dazu sagen, gerade wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir natürlich das nächste Problem gehabt, den Filler. Den Filler mussten wir also auch wirklich, ich musste bis in die Tschechei fahren und musste wirklich gucken, dass ich ihn irgendwo erwische. Ich habe dann da gewartet an so einem Markt und dann ist er an mir vorbeigefahren und habe gedacht, das ist er und jetzt springe ich aus dem Auto. Ich habe mich vor dein Auto geschmissen und habe dich dann angekniet und angefleht, dass du ins Studio kommst. Danke, Filler, dass du gekommen bist. Ja, bitte. Die Vollbremsung war auf jeden Fall hart. Ich habe es aber gerade noch geschafft und jetzt sitzen wir hier zusammen. Nee, ist eine gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Und wir haben ja auch, glaube ich, allen Grund, hier zu sein, weil wir heute auch vielleicht noch was anzukündigen haben. Ja, wir haben auch einen Song von euch vorhin aufgenommen mit Video. Einen tollen Song. Der geht jetzt gerade so fleißig in die Produktion. Wann können wir denn davon was sehen oder was hören? Der Song wird, denke ich mal, auch so Mitte Herbst erscheinen zwischen... Ich möchte eigentlich noch keine genauen Angaben machen jetzt, wann der wirklich kommt. Fakt ist, er wird kommen. Dieses Jahr wird er sicher noch kommen, und zwar im Herbst. Ja, und der Song, das ist... also ich würde jetzt mal sagen, wir haben ja schon sehr, sehr viele Songs geschrieben und es waren auch wirklich ein paar tolle dabei. Wir haben auch schon viel live performt, aber in diesem Lied, da steckt Leib und Seele drin. Und ich denke einfach, dass sich 90% aller Hörer mit dem Lied identifizieren können. Ich habe jetzt auch vorhin gemerkt, man kriegt richtig Gänsehaut, wenn man sich den Text anhört. Also bei deutschen Hip-Hop ist es ja ganz gut, dass man den Text versteht und auch ein bisschen mitgehen kann. Was hast du da geschrieben? Hast du das über dein Leben geschrieben? Hast du das alles so erlebt oder wie bist du auf das gekommen? Also wir saßen im Studio und haben uns dann gefragt, was können wir den Leuten eigentlich mitgeben? Wo können wir die Leute treffen? Was beschäftigt die Leute? Und dann sind wir eben darauf gekommen, dass diese Leute oder dass auch wir eben schon Freunde oder Verwandte verloren haben. Und eigentlich möchte man manchmal oder man wünscht sich danach, oft vielleicht denen noch was gesagt zu haben und hat nie diese Chance dazu. Und deshalb dreht sich der Song, der heißt auch Der Brief, darum, dass man, ich sag mal, eben einen Brief verfasst an seinen besten Kumpel, oder? Ja, ich würde auch sagen, dass wir beide quasi in die Rolle geschlüpft sind von eben den beiden Jungs, wo wissen, dass sie nicht mehr lang zu leben haben, deswegen nochmal einen geliebten Menschen Tschüss sagen möchten. Und natürlich ist das Ganze auch emotional geprägt durch private Ereignisse. Ich denke auch, das hört man in der ganzen Sache raus, da steckt wirklich Herz drin, da steckt wirklich vieles an Emotionen drin von uns und das macht den Song auch aus. Ich habe auch jetzt festgestellt, also normalerweise sind wir ja gerade an der Stelle immer so am Lachen und nehmen auch die Musik nicht so ernst und ein Hip-Hopper, der will sich natürlich auch als harter Junge verkaufen, aber gerade wolltet ihr das nicht. Mit diesem Titel habt ihr auch ein Zeichen setzen wollen und habt gesagt, also das wollen wir nicht, wir wollen uns jetzt nicht selber veralbern, weil in dem Song geht es eigentlich um ernste Geschichten und sonst seid ihr eigentlich recht ein lustiges Volk, ihr habt sonst eigentlich coole Sachen drauf, aber ihr seid nicht die Rapper, die mit Dreck schmeißen oder so, das seid ihr nicht. Auf jeden Fall nicht, also
Ich meine, klar gibt es hier und da mal immer wieder diese Anfragen eben für irgendwelche Battle-Songs, wo man dann auch mal mit, ich betone es jetzt mal als Fäkalwörter, um sich schmeißt und so, wo diverse Mütter dann da, mit Schimpfwörtern beworfen werden und so. Das ist halt einfach in der Szene so, das wird von einem auch erwartet, meist zumindest oder von irgendwelchen Feature-Partnern. Aber ansonsten eigentlich sind der Cripe und ich mehr so auf der Hardcore-Fire-Schiene, auch wenn es manchmal richtig in den assigen Bereich geht. Wir vermarkten zum Beispiel sehr viel Jack Daniels, weil das unser allerliebstes Getränk ist. Ja, oder hier zum Beispiel haben wir auch, ja. wir dürfen Werbung machen hier, genau, Becks, ne? Also Becks, absolut Becks. Bier, ne? Also ein Bier passt immer. Und ja, also wie gesagt, wir fahren da eine echt, echt breite Schiene. Also als Vorbildfunktion für Jugendliche seid ihr dann schon unterwegs. Ihr raucht auch Shisha ab und zu mal, habe ich mir sagen lassen. Wir rauchen auch Shisha, natürlich. Wir setzen uns auch gern mal in eine Shisha-Bar. Und wobei Drogen bei euch absolut passé sind. Warum? Vollkommen passé. Also es gab wohl oder übel schon mal Erfahrungen mit der Sache und so, aber nee. Also ganz ehrlich, das bringt es auch gar nicht. Also ich würde auch jedem davon abraten, der Kick ist es nicht wert und dann vielleicht danach irgendwie sag ich mal, drauf zu gehen, abhängig zu werden vor allem. Und mich widert es wirklich an, wenn man heutzutage hört, dass sowas auch schon an Schulen verteilt wird und verkauft wird. Cripe, bei dir, wie war das mit Drogen? Hast du da schon ein bisschen was erlebt? Also ich kann jetzt nicht wirklich von Erlebnissen mit Drogen sprechen. Natürlich, man hat sich mal ausprobiert, man hatte eine Zeit, wo man selber neugierig ist, aber ich bin auch nicht auf nichts hängen geblieben. Ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe es aber dann auch wieder sein lassen und ich denke, das ist dann auch ganz in Ordnung. Also ihr hört jetzt gerade im Hintergrund das Blubbern. Der Mike hat hier die Shisha schon vorbereitet, aber das hört jetzt auch gleich auf. Jetzt waren wir gerade bei den Drogen und eigentlich seid ihr ja dann gar kein Idol mehr für manche Jugendlichen, denn die wollen ja wirklich mit Dreck beschmissen werden. Aber es geht im Moment gerade so ein Ruck durchs Volk. Ne? Die gehen auf Ü30-Partys und sind plötzlich ganz anders drauf. Wie erklärt ihr euch das? Hat die Jugend irgendwie ein neues Ziel entdeckt? Boah, ich denke halt einfach, dass sich die Gesellschaft mit der Zeit entwickelt und genauso wie die Kindheit von heute nicht mehr so ist, wie die Kindheit vor meinetwegen 10 Jahren, es entwickelt sich alles weiter. Es bleibt halt nicht auf einen Punkt stehen. Ja, ich denke halt einfach auch, dass man irgendwo mittlerweile, dass die heutige Ü30-Generation auch schon im Zeitalter groß geworden ist, das modern ist und so. Man merkt es auch viel jetzt zum Beispiel an Erziehungen von Kindern und so. Es wird alles immer moderner. 5-Jährige kriegen ein iPad. Ja, also man merkt es einfach. Und ich denke auch nicht, dass wir, also unser Ziel ist es zumindest nicht, mit unserer Musik nur Jugendliche anzusprechen. Ja, wir wollen da eine Schiene fahren von 5 bis 80. Das ist unsere Sache. Wie ist es jetzt mit dem Social Network? Ihr habt das ja auch sicherlich für euch erkannt und nutzt es auch sicherlich. Was würdet ihr anderen empfehlen, andere Künstler, die berühmt werden wollen oder was machen wollen? Was sollten die benutzen, was sollten die machen? Also Social Network spielt vor allem in der heutigen Zeit natürlich eine riesengroße Rolle. Ich denke, es läuft im Moment einfach fast alles über Internet. Das ist einfach promomäßig alles. Facebook-Account ist unumgänglich inzwischen. Einfach für die Infos, eine eigene Homepage ist wichtig. Ist bei uns auch in Arbeit übrigens. Nur mal so nebenbei, ne? Aber allgemeines Social Network ist im Moment, denke ich, für Werbezwecke der wichtigste Punkt, den man überhaupt haben kann. Ich denke einfach auch, Instagram zum Beispiel ist eine ganz gute Sache, um immer präsent zu sein und viel zu teilen. Es bringt in kürzester Zeit viele Follower, die einem da folgen und die Interesse zeigen. Was im Facebook dann schon schwieriger ist, jemanden einzuladen und sagen, hey, like das doch mal. Und dann liken die es nicht. Hat jetzt auch nichts mit euch zu tun, sondern nein, es ist allgemein so, weil die Werbung einfach zu viel wird mittlerweile. Ne? Die Leute kriegen einfach zu viel auf die Backen und haben gar keine Lust mehr, irgendwie einen Button zu drücken. Aber wenn da was gut Gemachtes kommt, und da sind wir jetzt gerade beim Thema Videoproduktion. Wir haben jetzt hier mal ganz normal ein verwackeltes Video aufgenommen und haben das auch bewusst so gelassen, wie es ist. Der Grund ist ganz einfach, ich konnte die Kamera nicht anständig halten. Aber wir haben uns einfach gedacht, wir machen das bewusst so, dass man so auch immer noch das Gefühl hat, diese Handy-Videogeschichte läuft da jetzt gerade ab. Da kommen ja dann so ein bisschen Interessen rüber, denn wenn alles irgendwie so kommerziell zusammengebaut ist und alles so sauber geleckt ist, ist es gar nicht mehr so interessant für Social Network. Oder wie erklärt ihr euch das jetzt? Also ich denke halt einfach, wir nennen das jetzt einfach mal Selfie-Made und so ist vielleicht ist ein ganz neuer Trend. Also Leute, geht raus, dreht ein Video mit der Kamera, Selfie-Made, das muss verwackelt sein. Das ist wichtig. Nominiert den Nächsten, der ins Rennen muss.
Und wenn er es in einer Stunde nicht macht und so, dann soll er ein Foto schießen, was weiß ich. Nee, ich denke einfach, ich finde, es ist realistisch und man sieht auch mal, dass wir nicht nur im Studio sitzen und versuchen, 10 Stunden unsere Spuren, sag ich mal, zu mastern und irgendwie zu verschieben und alles schön zu machen und so, wie man es heute viel kennt mit Autotune und was weiß ich nicht alles. Und wir sind halt live so, wie wir auch auf der CD sind. Und ich glaube, das ist, wird bei so einem Video eigentlich dann auch klar. Und wenn wir gerade beim Internet sind, wir haben natürlich, wir wissen ja, warum ihr hier seid, warum ihr gekommen seid. Wir haben ja das meiste bezahlt. Also Antenne Bayern oder sowas kann sich das ja im Moment gar nicht mehr leisten, euch zu holen. Aber wir haben gut bezahlt dafür. Nein, ihr seid also zum Feelgood Radio gegangen und habt gesagt, wir können auch zum anderen Radiosender gehen. Es gibt genügend, die uns auch gerne interviewen wollen, weil die auch Programm füllen wollen. Warum seid ihr zu uns gekommen? Soll ich mal anfangen? Ja. Also das Feelgood Radio, das kennen wir jetzt einfach auch schon ziemlich lange. Wir haben bei dem Radiosender auch unser erstes Radiointerview gegeben. Und warum sollen wir sowas nicht fortsetzen? Ich meine, wir kennen dich persönlich ganz gut und wir fühlen uns hier auch pudelwohl. Also ganz ehrlich, warum nicht? Ist doch eine schöne Plattform. Ja, bei uns gibt's Bags, ne? Also genau, bei euch gibt's Bags. Gratis übrigens. Ja, genau. Ja, wir haben hier alles. Wir haben hier ein Catering mit Kaffeemaschine. Ist alles da, ne? Nur die flotten Bedienungen fehlen noch, ne? Wahrscheinlich. Nein, Frank, ich muss ehrlich sagen, also damals, als wir den Live-Gig in Markkrebitz gespielt haben, wir haben ein paar angeschrieben, du warst der Erste, der vor Ort war und so, du hast das alles gemacht und ich finde, man sollte immer dorthin oder dort bleiben, wo man herkommt und so und da lassen wir die Kirche mal im Dorf, wir kommen einfach aus der Oberpfalz, liegt Kempten noch in der Oberpfalz? Ja, Kempten ist nur in der Oberpfalz. Ja, okay. Ja, ich wollte jetzt nichts falsch sagen. Ich denke, man sollte halt eben dort anfangen. Und alles, was dann später kommt, ne, die müssen halt warten. Ne? Jetzt kommt der nächste Punkt, was ja auch für viele Zuhörer wichtig ist. Was macht die Partnerschaft? Wie sieht's da aus? Kriegt ihr da Unterstützung oder sagen die, ihr seid völlig abgedreht, lasst das mal lieber? Also Unterstützung bekommen wir auf jeden Fall. Wo wir wieder beim ASO sind, ne? ASO. Also. Das hatten wir auch schon mal, also da muss ich nochmal erklären, wir hatten ja schon mal einige Gigs und ich habe dieses ALSO nicht so richtig ausgesprochen und dann habe ich das gelernt, das haben die mir also beigebracht und deswegen ist dieses ALSO irgendwie hängen geblieben bei mir. An der Stelle Grüße an Wachtmeister Gresche, Patent beantragt. Ja. Okay, wer auch immer das ist. Und jetzt nochmal zur Partnerschaft. Was sagt denn die Partnerin dazu? Also meine Freundin jetzt, ich kann jetzt nur mal von mir reden gerade. Also meine Freundin steht zu der Sache, so sie feiert meine Musik nicht. Das finde ich aber auch gut. Okay. Weil dann weiß ich halt, dass es ihr nicht so um die Musik geht, sondern wirklich um mich. Und das ist eine schöne Sache, das ist gut zu wissen. Und aber sie steht auf jeden Fall hinter mir, wenn was ist. Sie hat mich auch ohne Pipapo nach Los Angeles gehen lassen den Monat. Und ja, natürlich, das basiert auf absolutem Vertrauen und das finde ich bei der Sache auch wichtig. Wie sieht es bei dir aus, Filler, mit Partnerschaft und Musik? Also bei uns läuft es eigentlich auch alles ziemlich harmonisch ab. Unser Home-Studio ist bei meinen Schwiegerleuten, also habe ich da schon mal einen Vorteil, Heimvorteil. Nee, wie gesagt, meine Freundin, die sieht der ganzen Sache eigentlich positiv entgegen, mag unsere Musik, im Gegensatz zum Gripes an der Freundin. Nee, die mag unsere Musik, sie sagt aber allerdings, bitte denk immer dran, du hast ein Kind, du hast eine Familie und bevor das alles irgendwann mal zu viel wird, hör auf. Das hat sie gesagt. Ich habe ihr das versprochen. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht jeden Tag reisen werde und nicht zu Hause sein werde. Nee, Familie geht vor, das ist auf jeden Fall so. Und alles, was währenddessen passiert und in der Zwischenzeit ist, dann das muss laufen. Es gibt viele Jugendliche, die zu Hause sitzen an ihren PCs und haben ein Headset auf und singen und wollen die großen Rapper werden. Was würdet ihr den Leuten empfehlen zu tun, damit die einfach auch besser werden oder damit sie auch selber erkennen, ich bin gut oder schlecht? Geld sparen. Gutes also ein Komplett-Equipment kostet ungefähr um die 1000 Euro. Also so ein Starter-Set würde ich sagen. Man kann aber wirklich klein anfangen und so und es ist wichtig, dass man an der Sache bleibt. Das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste. Texte schreiben, versuchen gut zu reimen, vielleicht gute Kombinationen zu kriegen, Gefühl für den Beat zu kriegen, sich halt nicht irgendeinen zu nehmen, sondern einfach das, was man gerne hört, wo man sagt, hey, den Beat könnte ich mir 24 Stunden reinziehen oder 48, ist ja wurscht. Und dass man dann einfach sich damit vereinigt einfach. Man muss den Flow für den Beat haben und dann kann man anfangen,
Texte zu schreiben, dann kann man anfangen, das aufzunehmen. Und die Qualität spielt eigentlich, glaube ich, am Anfang gar keine Rolle. Würdet ihr euch dann auch Freunde wünschen, die sagen, klingt nicht gut? Würdet ihr euch so Leute wünschen, die ehrlich sind und sagen, das, also mir gefällt es nicht, tut mir leid? Oder seid ihr dann gleich angegriffen und findet das... Also wir sind nicht angegriffen, wir mögen Kritik, wir lieben Kritik. Natürlich, wenn dann... Es gibt dann diese Leute, die dann schreiben so, eure Musik ist schlecht, und man fragt dann wirklich nach, und warum und so, und dann heißt es so, ja, weil ihr piep seid, und dann, ne, also es gibt wirklich solche Leute, aber es gibt auch Leute, die dann, wie gesagt, die einem wirklich sagen, hey, der Text passt nicht zu dem Beat, der hat mich jetzt nicht getroffen, das ist jetzt nicht schön, das ist gar nicht eure Richtung, macht lieber wieder das andere, und solche Sachen halt. Wie ist es bei dir, Cripe? Bei mir, also ich persönlich bin auf jeden Fall auch froh, wenn ich Kritik bekomme, weil man überschätzt sich auch gerne mal selber, wenn man sich selbst hört. Man kann sich selber einfach schlechter einschätzen als jetzt ein Dritter, und es kommt ja im Endeffekt darauf an, wie es die Zielgruppe findet. Und dann ist es natürlich immer gut, Feedback zu bekommen, gerne auch Negatives, dass man wirklich weiß, an welchen Stellen man noch an sich selber arbeiten muss. Und trifft dich das dann persönlich irgendwie? Geht das dann dir schon ein bisschen nach? Also persönlich treffen tut es mich nicht. Ich halte eigentlich schon relativ viel auf mich. Ich feile auch selber ziemlich viel an mir. Ich bin selber auch sehr selbstkritisch, aber wirklich persönlich treffen oder verletzen tut es mich jetzt nicht, wenn ich kritisiert werde, muss ich dazu sagen. Aber ich nehme es wirklich gerne an und lass mir das auch durch den Kopf gehen. Und jetzt hast du gerade eben, ja, bei dir passt es ja ganz gut. Deine Freundin sagt, die Musik gefällt ihr überhaupt nicht, aber machen tust du es ganz gut, oder sagt sie auch, du bringst es nicht richtig, oder? Nee, also sie sagt schon, wenn sich jetzt ein Song gut anhört, das kann sie sagen, aber sie gibt mir das genauso vor die Fresse, wenn sie jetzt findet, dass der Song absolut beschissen klingt, oder wenn das jetzt wirklich irgendwo unter der Gürtellinie liegt, also da teilt sie auch schon gut aus, und ist auch gut so. Fila, was hast du für Vorbilder? Wer spricht dich in der Musik an? Also mein absolutes Vorbild ist Shakusa. Das ist ein österreichischer Deutsch-Rapper, der, das ist schon immer mein Vorbild gewesen, und es gab wirklich auch schon Leute, die gesagt haben, hey, versuchst du den zu imitieren und so. Man hat irgendwann wirklich, man folgt diesem Flow seines Vorbilds, und ich habe, wie gesagt, also dieser Typ, der haut mich einfach immer wieder um. Jetzt kommt bald sein neues Album und dann spielt er wieder in Nürnberg und dann bin ich wieder in Nürnberg, und Wahnsinn, wenn ich den Typen einmal treffen könnte, für 10 Minuten, ich glaube, dann hätte ich alles erreicht, was ich im Leben erstmal erreichen möchte. Und da du das willst, wirst du ihn treffen, da bin ich mir ganz sicher. Weil irgendwann wird es soweit sein, dann die 10 Minuten, muss er sich einfach Zeit nehmen. Ich konnte letztes Jahr ein Foto ergattern mit ihm und so, ich glaube, ich bin jetzt, da war ich noch 25 Jahre alt, auf einmal war ich wie so ein 3-jähriges Kind, mir standen da echt Tränen in die Augen. Er konnte leider nicht viel reden, weil sein Hals entzündet war, aber gut. Egal, ich hatte das Foto, ich hatte ein signiertes Shirt und ich war der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Cripe, wen hast du so als Vorbild? Wen würdest du gerne mal treffen? Vorbilder direkt jetzt nicht. Ich habe natürlich Musiker, wo ich so ein bisschen aufschaue, wo ich... Also sage, zum Beispiel, hey, Frank Bradl jetzt da, ne? Frank Bradl ist natürlich und so, ne? Ein unfassbarer Musiker mit einem Goldkehlchen. Ja. Also Musiker als Vorbild direkt habe ich mir jetzt keine genommen. Es gibt natürlich Leute, die ich bewundere für die Sachen, die sie tun. Zu einer Seite muss ich ein vieler Recht geben mit Shakusa, der ist musikmäßig absolute Weltklasse. Zur anderen Seite bin ich im Moment ziemlich auf Alligator, das ist auch ein Deutschrapper, der ist in Sachen Kreativität unschlagbar, in Sachen Bühnenshow. Das sind so Sachen, wo mich dann faszinieren, also wenn man dann wirklich mal weiß, was dahinter steckt, weil man es selber auch macht. Und das sind dann schon, also ich würde es nicht als Vorbilder bezeichnen, aber durchaus als... Was ich bei dir festgestellt habe, Cripe, du bist ja einer, dir fallen ja die Worte aus dem Mund und du kannst da sofort einen Rap draus machen. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sofort mit irgendeinem Text sofort irgendwas zusammensetzen können. Und wie machst du das? Hast du das schon im Kopf drinne und rappst dann einfach drauf los, oder fällt dir das dann gerade in dem Moment ein? Boah, das ist halt Freestyle, das fällt mir gerade in dem Moment ein. Das klappt aber auch, ehrlich gesagt, eher selten, dass es gut wird. Meistens, wenn ich anfange zu freestylen, geht es unter die Gürtellinie, deswegen mache ich das auch gar nicht mehr gerne. Also wenn ich jetzt hier im Radio freestylen würde, dann müsstest wahrscheinlich 8 von 10 wird dann piepen.
Nee, würden wir jetzt auch gar nicht machen wollen, aber mir fällt das auch oft auf, wenn du jetzt auch vorgegebene Texte hast und du merkst auf einmal, du verlässt die Schiene, dann rappst du einfach weiter und findest da irgendwo wieder deinen Anfang. Und das finde ich ganz gut und wundere mich natürlich, wie du das machst, dass du das alles irgendwie so zusammensetzen kannst, dass das hinterher auch verdammt gut klingt. Ja, ich denke, sowas ist dann einfach die Routine. Man spielt Auftritte und wenn man wirklich mal einen Texthänger hat, muss man sich auch irgendwie retten können. Du kannst da nicht einfach dastehen dann und irgendwie das Mikrofon fallen lassen, die Bühne verlassen, dich in eine Dusche setzen und weinen. Das geht auch nicht. Du musst irgendwie souverän werden mit der Zeit. Das ist alles eine Übungssache, mehr nicht. Bei Fila ist zum Beispiel so, du singst sehr melodisch. Du hast also da viele Dinge auch im Kopf. In dem Moment, wo du singst, merke ich, dass dir die Worte zwar aus dem Mund sprudeln, aber du bist mit dem Kopf wieder ganz woanders. Du hast schon wieder das nächste Ding im Kopf wahrscheinlich. Oder stellst du dir gerade in dieser Minute was vor? Also, wenn ich bereits geschriebene Refrains singe oder halt eben Flow oder keine Ahnung, dann bin ich meistens tief im Text. Also das ist wirklich so, ich versetze mich in die Lage, was habe ich da überhaupt gemacht, woran denke ich gerade. Ich glaube, das bringt so ein bisschen Emotionalität mit sich. Ansonsten bei allen anderen Sachen, ich liebe Refrains zu schreiben, also wirklich ein 16er zu schreiben, da sage ich immer so, ach, schon wieder ein 16er, oh, nee, schreib mal ein 16er, bitte mach mal ein Feature mit mir und so, ich brauche nur die Hook. Und nee, aber es ist einfach wirklich so, also ich liebe es einfach, den Ohrwurm zu zaubern. Also du empfindest es dann auch in dem Moment so, wenn du das singst, dann empfindest du genau das, was du jetzt auch gerade singst, du stellst dir das alles jetzt gerade vor dann. Richtig, von der Dusche zum Mikrofon. Geile Sache. So, Cripe, jetzt nochmal ganz kurz zu deinem Fernsehauftritt. Du wirst ja jetzt demnächst, also in Vox wird es ja gesendet, unter anderem natürlich auch mit anderen Statisten oder sagen wir mal Künstler, die dabei waren. Waren das alles Rapper? Waren das alles Leute, die auch Musik machen? Das waren durch die Bank weg Rapper und ich muss auch ehrlich zugeben, dass die alle wirklich gut waren. Es war wirklich niemand dabei, wo ich jetzt sage, boah, ist der scheiße. Also die waren alle wirklich sehr gut und es war auf jeden Fall auch schön, mit denen zusammenzuarbeiten in der Hinsicht. Habt ihr in Amerika irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, denen können wir das Wasser nicht reichen? Also so ein Gefühl hatten wir jetzt nicht wirklich. Also mir fällt jetzt jedenfalls keins ein. Ich denke, wir waren alle auf einer Wellenlänge. Und wie gehst du jetzt nachher mit dem Erfolg um? Denn du kannst ja dir sicherlich vorstellen, wenn du dann durch deine Heimatstadt läufst in Marktredwitz und dich spricht dann jeder an, hey, du, ich habe dich im Fernsehen gesehen und sowas. Wie wirst du damit umgehen? Naja, da bleibt erstmal abzuwarten, ob das Ganze ein Erfolg wird oder wir mehr so eine Eintagsfliege. Wenn es soweit kommen soll, dann werde ich nicht viel anders sein als jetzt, weil ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir. Haben die örtlichen Medien auch schon mal angefragt? Also die örtliche Zeitung bringt ja da immer wieder mal was auch über dich und auch über deine Kollegen. Haben die schon mal angefragt wegen diesem Feature? Haben die da schon was gemacht? Also angefragt, deswegen haben sie noch nicht, aus dem einfachen Grund wahrscheinlich auch, weil sie noch nichts wissen davon. Aha, also du wirst dann zum rechten Zeitpunkt wirst du natürlich dann die Glocken läuten, denke ich, ne? Ja, natürlich und es nützt mir nichts, wenn ich dann irgendwie 2-3 Monate im Vornherein sage, hey, im Herbst, da kommt eine Show, weil bis dahin hat es eh wieder jeder vergessen oder irgendwie. Man wartet einen richtigen Zeitpunkt ab, fängt dann wirklich mit der Promo intensiv an, dass sich das Ganze auch wirklich lohnt, dass man das alles so auf einer Welle macht. Die Kleinstadt Marktredwitz bringt Künstler hervor und wir waren also schon einige Male dort und waren also auch echt erstaunt, was es da alles gibt für Locations und vor allen Dingen, wie die Leute dort aufwachsen. Und da muss ich dir gleich wieder einen Ball hinschmeißen. Liegt es an die Umgebung, dass du diese Musik so liebst oder diese Musik so empfindest oder empfindest du das überall, wo du hinkommst? Das liegt auf keinen Fall an der Stadt, wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen einen Gig spiele. Ich zucke immer ein bisschen mit die Finger, ich bin ein bisschen aufgedreht. Ja, unsere Zuhörer zu Hause, also unsere Zuseher kriegen das hier gerade mit, aber unsere Zuhörer Kaffee, zu Hause. Ich hatte Bier, das ist nicht die beste Mischung, aber das sollen wir machen, ne? Und Sex hattest du wahrscheinlich heute auch schon, oder? Nee, meine Freundin ist arbeiten. Ich habe zwar ihn, aber wir sind auch noch nicht dazugekommen, wir sind heute auch schon den ganzen Tag im Stress, also. Also ihr merkt, im Feelgood Radio, wir können über alles reden, wir können Sex, Trucks, Rock'n'Roll sprechen und uns ist es ja persönlich egal, wir haben ja keinen Programmchef, der da sitzt und sagt, hey, das war ein Piep, ne? Bei uns läuft es also komplett durch und deswegen habt ihr auch gesagt, wir gehen jetzt erstmal zum Feelgood Radio, testen mal, ob wir da uns so richtig so benehmen können und dann gehen wir zu den richtigen Radiosendern. Und verklagen können wir euch danach ja immer noch. Tolle Sache. Also Feelgood Radio, wir
freuen uns natürlich riesig auf diese Vox-Geschichte, die wollen wir natürlich auch fleißig ankündigen im Internet, werden da Werbung dafür machen, auch in Facebook überall. Und da seid ihr ja auch fleißig unterwegs und schreibt da immer wieder top aktuell, was es so gibt. Fila, was hast du noch für Pläne für die Zukunft? Also wie gesagt, momentan steht auch Ausbildung aus, also wie gesagt zum Bürokaufmann beim Herrn Merkel, der übrigens hier in Kemnath auch vertreten ist. Erst Ausbildung fertig machen, Familie, Musik natürlich und das sind meine Pläne und Shakusa treffen, das ist auf jeden Fall. Nein, es ist viel zu tun und wir werden uns einfach ranhalten und dann werden wir jeden Tag wieder ein Stückchen mehr verwirklichen. Bei Gripe habe ich festgestellt, er hat ganz andere Pläne, du willst irgendwie auswandern und hast dir wahrscheinlich da so irgendwie Portugal oder so vorgestellt, wahrscheinlich, oder Amerika, irgendwo willst du hin in die großen Gefilde oder was hast du geplant? Ich würde am liebsten nach Bangladesch und dort Krokodile einführen und dressieren für Zirkusvorstellungen. Ach so, ich dachte einführen. Ja. Das kann schmerzhaft werden. Es ist ja nach 22 Uhr, jetzt können wir ja mal aufnehmen. Nein, also ernsthaft, also ich habe nicht wirklich vor, hier wegzugehen, ich bin hier glücklich. Mhm. Und in der Großstadt würde ich untergehen, weil ich total orientierungslos bin. Aber wenn der Erfolg dich jetzt irgendwie doch in eine andere Stadt, zum Beispiel Berlin ziehen würde, Berlin wäre ja eigentlich so die Plattform dafür, könntest du dir vorstellen, dahin zu gehen? Entweder ziehe ich dann wirklich rüber, wenn die Beziehung mitspielt, wenn mein Privatleben mitspielt, oder wenn ich Erfolg habe, kaufe ich mir einen scheiß Privatjet. Philipp? Also ich war 3 Jahre jetzt in Nordrhein-Westfalen unterwegs und bin jetzt wieder hier und so schnell kriegt mich hier erstmal gar niemand mehr weg. Ja, ich stehe zu meiner Stadt. Liebe Grüße von hier aus am Mitterteich. Und vor allem an unseren coolen Bürgermeister, den wir jetzt haben. Also vorerst nicht. Und wenn meine Familie sagt, hey, wir ziehen weg, dann wahrscheinlich höchstens nach Pleußen oder irgendwo in das nächstgelegene Dorf. Okay, also ich drücke euch jetzt die Daumen, dass das alles klappt und ich muss sagen, ich habe schon viele Künstler bei uns im Studio sitzen sehen und habe die auch interviewt und war dann hinterher mächtig stolz, weil die einen Riesenerfolg haben. Drucklauer Burm zum Beispiel ist das beste Beispiel, die haben wir gleich zuallererst im Studio gehabt und waren total happy, was daraus geworden ist und das könnte für euch jetzt natürlich auch so einen kleinen Schub geben und ich würde euch das wünschen und jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, die dann auch hinterher sehr schwierig sein wird. Ich möchte euch jetzt auf Knien bitten, ja, wenn ihr wirklich erfolgreich seid, kommt wieder zu uns, okay? Jederzeit. Ja, ist auf jeden Fall versprochen. Also wie gesagt, wir wissen, wo unsere Rules sind. Okay. Habt ihr unsere Handynummer? Okay. Also falls ihr dann irgendwo in New York am Wolkenkratzer steht und habt einen Riesenerfolg, dann bitte denkt dran, das Feelgood Radio, die warten auf euer Interview, dass der da auf jeden Fall nochmal herkommt. Wir hinterlassen dir die Nacktbilder von vorhin, was wir hier gemacht haben und dann kannst du uns damit erpressen. Okay. Also, Feelgood Radio. Ich freue mich, dass wir wieder ein tolles Interview geführt haben hier. Es war richtig locker mit euch, Jungs. Und ihr seid auch, irgendwie seid ihr da so eigentlich schon bewandert. Ihr wisst schon, wie man Leute antwortet oder wie man ein Interview macht. Könnt ihr euch das noch, als allerletzte Frage noch, könnt ihr euch das vorstellen, so ein Moderator sitzt dann da und stellt euch irgendwie so eine saublöde Frage und ihr habt gar keinen Bock mehr zu antworten, weil der Typ einfach blöde Fragen stellt. Können wir ja mal üben. Wir können das ja mal machen. Können wir mal probieren, ob wir das auch hinkriegen, okay? Wir machen mal ein kurzes Scheiß-Interview, okay? Okay, mach mal. Alles klar. So, wir sitzen jetzt hier bei uns im Studio von feelgoodradio.net und ich habe hier 2 Rapper sitzen. Rapper heißt das? Der eine ist der Herr Fila und der andere ist der Herr Krippe. Servus, hallo. Entschuldigung, Greib, sagt man Greib. Da, ne? Greib. Ihr kommt irgendwie so aus der Gegend so um die Marktredwitz rum. Was macht ihr da so einen ganzen Tag? Leben. Saufen. Und schön, dass du dich wenigstens mäßig informiert hast über uns, wenn du uns schon einlädst. Dann kommen wir mal zur Musik. Ihr macht ja so Rap-Gesang, ne? Rap. Rap-Gesang? Also eigentlich, um das mal ein bisschen vorne mal auszudrücken, sind wir ein deutsches Sprachgesangsduo. Ein deutsches Sprachgesangsduo, genau. Bringen wir es auf den Punkt, ja. Wie ist es da so, wenn ihr da so singt, dann singt ihr... Komm, Grab, wir gehen. Jetzt bitte mach doch keinen Scheiß, wir sind doch hier mitten im Interview. Okay, also, einen kleinen Gag an der Seite. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit feelgoodradio.net. Dankeschön, dass ihr da wart. Wir haben auch genügend bezahlt dafür und wir sind richtig froh, dass ihr hier wart. Okay, also, tschüss und goodbye. Servus.